Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto Wolle. Bevor wir jetzt gleich mit dem Video anfangen, wollte ich euch kurz was zum Update New Era, also ein bisschen Informationen geben. Und zwar hatte der General Camp hat ein wunderschönes Video zu gemacht. Ich werde euch das unten in der Videobeschreibung verlinken und ich werde euch kurz zeigen, wie ihr euch das mit deutschen Untertiteln angucken könnt, falls ihr, wie ich zum Beispiel, ein bisschen Probleme habt mit dem Englisch manchmal. Das ist nämlich recht simpel. Ihr geht einfach auf Einstellungen, dann könnt ihr hier auf Untertitel gehen und dann, wenn ihr zum Beispiel diesen Reiter hier nicht habt, automatisch übersetzen, dann könnt ihr hier halt einfach auf Einstellungen gehen und dann geht ihr bei euch, bei euren YouTube-Einstellungen, habt ihr hier Untertitel, wenn verfügbar, auch automatisch generierte Untertitel anzeigen. So, hier muss das Häkchen rein, ganz, ganz wichtig. Dann geht ihr wieder zurück zum Video. Wo ist meine Maus? Wenn ihr dann wieder beim Video seid, geht ihr auf Einstellungen, dann geht ihr auf Untertitel, dann geht ihr auf automatisch erzeugen und dann könnt ihr hier einfach ganz locker, flockig euch Germany, wenn es hier irgendwo mal ist, lass mich kurz gucken, Germany oder Deutsch muss auch sein, ne? Da, hier Deutsch zum Beispiel auf Anzeigen. Und dann würdet ihr jetzt auch schon sehen, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel anspiele. Ich darf ihn übrigens auch ein bisschen anspielen. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, darfst du gerne machen. Dann spielen wir kurz mal ein bisschen an. Wait a moment. And from chests. You can have up to 2000 of them at a time. Dragon scale tile and plaster will be required for new upgrades. Seht ihr, so könnt ihr euch das zum Beispiel mit deutschen Untertiteln halt einfach nur angucken. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe mit Englisch so ein bisschen Probleme oder auch mit der Sprache und so weiter. Alles recht easy. Ich verlinke auf jeden Fall dieses Video. Guckt es euch an. Das ist also das Update von der New Era und wird euch super schön und geil erklärt. Und damit jetzt auch schon rein ins Video. Yay! Olle, es ist Sonntag früh gerade. Ich habe mich noch ein bisschen verpennt, aber es ist gar nicht mal so verkehrt. Und zwar hatten wir ja, wie schon im Titel steht, hatten wir am Samstag, ist so ein bisschen PvP-Abend, beziehungsweise Sonntag früh natürlich auch. Ehe jetzt die ganzen KWs mir durch die Lappen gehen, so ungefähr, wollte ich auf jeden Fall hier kurz mal zeigen. So, hier haben wir auf jeden Fall den ersten kabiert. Fabi hat einfach mal halt 15k bei, irgendjemand da rausgebuddert. Ich guck mich gar nicht mehr an. Ja, bei Jens. 23k. Er ist natürlich vom Macht her ist er natürlich ein bisschen stärker. Das höre ich auch häufiger manchmal so als Kritik. Upsala. Dass die Leute da einfach sagen, der ist aber ein bisschen stärker, warum greift der dann jetzt zum Beispiel einen kleineren an? Dass das Ding ist, was ganz oft der Fall ist bei GGE, ist nicht, dass du dir unbedingt einen gleich starken suchst, sondern du suchst dir ja meistens einen schwächeren, der beschissener eingestellt ist, damit du dem wirklich auch was rausnörgeln kannst. So. Im Zweifel sucht man sich manchmal wirklich gleich starke aus, das stimmt, aber nicht unbedingt immer. Und deswegen, ja, es kommt schon manchmal wirklich vor, oder es kommt schon häufiger vor, dass halt ein Spieler oder eine Spielerin mit mehr Machtpunkten eine Spieler oder eine Spielerin mit weniger Machtpunkten angreift. Das haben wir aber eigentlich permanent irgendwo im Game irgendwie drin. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt denken, oh nein, das tun aber nur die Großen. Das tut ja quasi gefühlt jeder. Außer du hast wenig Burgen, so wie ich, und hast dann im Endeffekt weniger Machtpunkte. Aber ne, natürlich halt weniger Machtpunkte auf eine Burg verteilt und halt, sicher die anderen haben halt mehr Machtpunkte, aber auf mehr Burgen verteilt, dann könnte ich zum Beispiel auch halt quasi halt einen Vorteil dadurch haben. Summa summarum. Das wollte ich einfach nur mal dazu sagen. So, zum Beispiel hier, der natürlich hat jetzt nur 4 Millionen, er hatte zum Beispiel halt, glaube ich, 16 Millionen war das, ja. Das ist halt nun mal so, aber dafür hat er ja trotzdem halt seine fast 90k ja irgendwie auch, zum Beispiel auch in der Burg drinne gehabt. Und ist halt blöd, wenn er die jetzt stehen lässt. Weil der hat zum Beispiel 6 Millionen gehabt. Da war halt nichts drin, ne? Hier zum Beispiel auch. Mit der Chaot, ja. Da bin ich auch vorhin nochmal drauf gelaufen, beziehungsweise halt auch nochmal hingedackelt. Das war recht witzig. Da können wir uns auch nochmal gleich mit Barkbeast zu angucken. Aber auf jeden Fall nur mal kurz, also die Kritik. Die Kritik kenne ich. Aber die gibt es da häufiger, wenn das halt wirklich halt gesagt wird, warum läuft jetzt ein größerer Spieler mit mehr Machtpunkten auf jemanden, zum Beispiel ein kleinerer Machtspieler, zum Beispiel hier,
Zum Beispiel bei Carpe Diem wurde aber zum Beispiel unter anderem gedefft. Da gibt es zum Beispiel manchmal Leute halt, oder da kannst du zum Beispiel auch haben, dass du einfach mal gegen eine Wand rennst. Ich habe, glaube ich, auch halt einen KB gehabt, den gucken wir uns gleich mal an. Hab ich zum Beispiel auch gegen eine Wand gerannt. Ja. Ich weiß übrigens, also ich sichte die, wir sehen von die KBs jetzt auch, also ich sehe sie jetzt auch erst zum ersten Mal. Sehen wir mal nur, ich denke, wow, geil, nein, oh, liegt vielleicht daran, dass es morgens früh ist. Da waren es aber jetzt nicht mehr so ganz so krasse dabei. Ich habe auf jeden Fall, wir haben am Samstag, also ich habe frühen Sonntagmorgen, haben wir im Park angegriffen. Fabi ist hier noch ein bisschen gelaufen, so, das ist ja gerade alle mal 2 Stunden her oder sowas. Ich glaube, online, war das schon schlafen, der Junge? Wir saßen auch bei mir im Discord, das fand ich recht cool. Da haben wir uns alle so ein bisschen hingesetzt, ein bisschen geschnackt und so weiter. Nee, ist auch schon 6 Uhr, also ich nehme gerade am Sonntag auf und hier sieht man auch schon 6.57 Uhr. Ich konnte leider nicht mehr schlafen. Ich hätte noch bis 8:30 schlafen können, aber ich konnte eigentlich gerade nicht, Entschuldigung, gerade nicht mehr pennen. Ich habe ein bisschen aufgestoßen. Da schon wieder, so. Okay, KBs von gestern. Von gestern beziehungsweise auch heute früh. Erstmal Tromfee. Tromfee hat übrigens 2 Millionen Machtpunkte und ist auf jemanden, der 1 Million Machtpunkte gelaufen. Und da sehe ich zum Beispiel die Unterschiede. Die gibt es dann immer manchmal. Also Sigi hat die Allianz hier rot gestellt. Die sind übrigens auch zurückgelaufen. Die sind zurückgelaufen mit 3 Angriffen. Das will ich mal so bemerken. Wir haben auch gegen die verteidigt. Denn hier, gut, der hat auch 1,2 Millionen Machtpunkte und Sigi hat halt 33 Millionen. Ja, das sind mehr Machtpunkte, mehr Truppen, dies, das, keine Ahnung, aber vom Level her ist er 950. Das bedeutet, er könnte deutlich besser aufgestellt sein. Und Sigi mit seinen 789, also sie könnten theoretisch beide Med-Truppen haben und auch eine Med-Produktion haben und so weiter. Das wäre deutlich auch machbar. So, dann habe ich auf jeden Fall, ich habe jetzt vom Suppenkasper angegriffen, der hat 1,18 Millionen Machtpunkte oder 1,1 und ich habe 997.000. Also ich habe unter den Machtpunkten von dem Spieler und habe trotzdem gewonnen. Jetzt möchte ich gerne mal dazu mal was zu der Kritik denn einfach mal. Der Spieler ist auch auf einem viel höheren Level, natürlich müsste auch schon Med-Truppen haben. Habe ich zum Beispiel nicht. Da wäre dann die Kritik schon wieder, Also es gibt ja manchmal immer wieder so Kritiken, dass du sagst, größere Spiele greifen kleinere an. Aber wenn du das kleinere Spiel an größeren Spieler angreifst, was ist dann so? Da kann mir dann keiner mehr was zu sagen. Hier auch. Obwohl, oh nee, scheiße, da habe ich mir Machtpunkte. Mist. Da habe ich einen kleineren Spieler angegriffen. Aber wir müssten ja in dem Sinne gleich stark sein. Außer natürlich, dass, dieser Spieler halt einfach im höheren Level ist. Hier habe ich zum Beispiel noch eine Niederlage. Hier bin ich auf die Hauptburg gelaufen. Und da bin ich zum Beispiel auch nicht durchgekommen. Das passiert leider auch mal. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein KB von Sigi. Sigi ist danach auch noch auf die Hauptburg raufgelaufen. Ich habe ihn auch genervt. Da haben wir gesagt, so Sigi, du musst jetzt auch noch mal hinlaufen. Dies, das, keine Ahnung, was kann aber nicht wahr sein. Und ja, dann ist er da auf jeden Fall auch noch mal hingelaufen. Also der... Da habe ich ihn auch einfach mal genervt. Ich meine, er hat die Allianz auf Rot gestellt und dann läuft er da zum Beispiel nicht hin. Das war halt... Ja, ja. Der KB war witzig. Bei dem Chaoten. Weil halt einfach hier die 33k und Sigi ist halt einfach nur im Feld gelaufen. Der zum Beispiel auch im... Upsala. Der im Innenhof, glaube ich, 1000 Spare-Mines hat. Und ist hier mit 32 Wölfen gelaufen. Und im Innenhof hat er dann halt die 1000 Spare-Mites so ungefähr mit drin. Das ist halt schon witzig, wenn dann einfach nur halt von ihm halt ein paar, ich glaube, ja, ein paar Truppen draufgehen. Und der Rest hat so ungefähr Spare-Mites. Das ist schon nice. Das ist schon witzig auf jeden Fall. Na gut, aber hier war auch ein Brand-BV drin. Also. Aber ganz ehrlich, wenn ihr ein Brand-BV bei euch in der Burg drin habt, ist es sinnvoll, eure Truppen rauszuziehen. Weil wenn du dann Truppen stehen lässt und dann kommt dann und dann greifst du den Brand-BV an, dann müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ernsthaft nicht. Das ist das mit dem Brand-BV, ja. Hier der Fabi auch nochmal. Den Spieler kennen wir ja.
Warum ist das raus? Dann bin ich nochmal hingegangen. Bei dem Lala Gamer. Vollen Angriff. Der Lala Gamer. Oh gut, der hat ein bisschen weniger Machtpunkte als ich. Lustigerweise habe ich rausgesucht. Ich habe circa geguckt, wie groß sie sind. Ich habe einen Spieler bzw. eine Spielerin rausgesucht, die circa auf meinem Level ist. Ja, gut. Die Allianz ist halt eine Event-Allianz und die haben halt, also. Da war halt der Khan eingestellt. Ich glaube, ich hier war. So, gucken, erste Welle. Wo ist der Welle so gehalten? Krass. Ich bin mal da auf allen drei Flanken eingestellt und ich glaube, irgendwann. Ja, zweite Welle bin ich schon in der Mitte drüber. Aber egal, auf jeden Fall irgendwann bin ich komplett drüber, sagen wir es einfach mal so. Und ja, das ist dann schon ein Problem, wenn du halt auf allen drei Flanken das so, weil du halt Khan einstellst. So. Das ist halt. Kommst du irgendwann auch rüber, so. Über die Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. So, hier war noch Fieser Frosch. Fieser Frosch ist auch bei jemandem halt gegen die Wand gelaufen mit 4 Millionen. Auch wo sehr, sehr viel drin war. Obwohl er ist hier nur mit 1000 gelaufen. Ich glaube, er ist auch nur mit den alten Wölfen gelaufen oder so. Oder wie ist er gelaufen? Ich muss gerade mal gucken. Ja, nur mit Wölfen, sogar nur in der Mitte, glaube ich. In der Mitte und eine Flanke sehe ich hier. Waren hier keine Wölfe? Keine Einheiten? Das ist auch geil. Definitiv wieder mit den Spermites, aber trotzdem 11.000 rausgeballert. Das ist schon mal nicht schlecht, auf jeden Fall. Dann, ja, es war der andere Event, also beziehungsweise immer noch die Event-Allianz. Ich weiß, war so einer war sogar der König, ne? Ja, also der König. Die habe ich dann auch nochmal angegriffen, der hat aber auch, zum Beispiel, der hat wieder mehr Machtpunkte als ich. Der hat aber auch, glaube ich, auf allen drei Flanken gedefft. Ich glaube, einer hat nur auf zwei Flanken gedefft. Und alles klar. Ähnlich, aber der zum Beispiel auch, also die haben alle scheiße gedefft zum Beispiel. Ich meine, wenn du nicht online bist, auch wenn bei dir Event-Allianz draufsteht, du kannst so oft gerne bei dir in deiner Allianz schreiben, dass du in der Event-Allianz bist. Wenn du angegriffen wirst, oder wenn du nachts, sagen wir mal, wenn du offline gehst, dann mach eine Einstellung an, die PvP ist. Nimm deine Truppen, stell sie irgendwo hin, stell sie zur Taube. Wenn ihr bei euch keine Taube habt in eurer Allianz, das kann durchaus auch mal sein, kannst du zum Beispiel auch einen inaktiven Spieler aussuchen, der ganz unten irgendwo ist, gibt es genügend Level 70er, da schickst du einen Angriff hin, manchmal auch noch ein, zwei Angriffe noch hinterher, so ungefähr. Die werden im Zweifel meistens so nicht defen, so, weil die einfach schon inaktiv sind. Da schickst du einfach einen Angriff hin, der super lange läuft, schickst danach noch ein paar Angriffe hinterher, weil die laufen ja dann sowieso, wenn der erste halt eingeschlagen ist, laufen die anderen ja sowieso quasi ins Nichts, wenn die halt in einer Abfolge von 3 Stunden ankommen. Du guckst, wann deine Truppen circa wieder zurück sind und wann du wieder online kommst und fertig. Das kannst du zum Beispiel auch machen, denn brauchst du sie, ist zwar ein bisschen komplizierter, brauchst du sie aber auch nicht, zum Beispiel auch nicht bei einer Taube helfen. Wenn du sagst, wir haben keine Taube in unserer Allianz, weil wir halt anders spielen, wir sind ja eine Event-Allianz. Also es gibt genügend Möglichkeiten, wie du dann auch wegstellen kannst. Du kannst auch zum Beispiel einen Trutzburg stellen, weil Trutzburg finde ich scheiße. So. Gibt aber genügend Möglichkeiten, wie das auf jeden Fall machen kannst. Aber jetzt noch eine Möglichkeit davon. So. Hier auf jeden Fall der Fabi nochmal. Bisschen was gemacht, hier hat zum Beispiel auch einen kleinen Angriff geschickt und ist halt einfach auch noch mit den Spermites ungefähr auch in den Innenhof reingeballert. Und ja, ein paar Wölfe verloren und dann den Spermites ungefähr, die du ja vom Feldern kriegst. Ich mag das, ich finde den Feldern irgendwie halt lustig. Dann der fieser Frosch, der hier auch nochmal mit 1000 angelaufen ist und dann einfach auch nochmal wieder 2000 rausgeballert hat. Ja, witzig, ne? Witzig. ja, so. Wird hier auch nochmal, wo war eigentlich mein Angriff? Halt eben nicht noch auch noch irgendwo noch ein. Habe ich den weg? Habe ich den nicht gedingselt? Hallo? Ja, das war ein Ding. Das war auch noch hier ein Ding. Hier haben wir Krieg und sonst wen. Ja, bin ich glaube ein bisschen irritiert. Seite. Nee, das war so eine andere, keine Ahnung.
Ich habe auf jeden Fall auch so einen Angriff, den ich gemacht habe, aber ich weiß gar nicht mehr, wo der KB ist, das Problem. Na, gut. Passiert. So, wir hatten auf jeden Fall den Fabi nochmal. Ist er gegen die Wand gelaufen, das hatten wir auf jeden Fall auch. Dieser Frosch auf jeden Fall auch nochmal. Der hat auch ist mit 50er hingelaufen und hat halt 45er, also das Dreifache rausgeballert. Das ist, denke ich mal, schon okay. Das ist schon gut auf jeden Fall. Dann wurden wir noch dreimal angegriffen. Vom Lord Lion. Der hat Wotan angegriffen. Ja, kleinere Spieler greifen größeren Spieler an. Hat nur 6 verloren. Und, was soll ich dazu sagen, so ungefähr, ne? Das ist der BV vom Wotan. Und das ist halt, mit dem halt angegriffen hat, so. Er hat zum ersten Mal mit dem Schattenkrieger angegriffen. Das war der erste Angriff. Der zweite Angriff, wo auch nichts verloren wurde, hat er mit dem Samurai angegriffen. Ich glaube, das ist sogar nicht mal der originale Samurai, weil der zum Beispiel von den Werten ein bisschen komisch ist, aber auf jeden Fall der Held ist Samurai halt, ne? Der Rest sieht nicht mal so ganz so gut aus, so ungefähr. Das ist schon schwierig auf jeden Fall. Auch wenn er hier ein bisschen zum Thema auch Halle auch ein bisschen was hat, zum Beispiel Innenhof und Kapazitäten und Burgmauer und so weiter. Ja, okay, Chance, ein Gebäude zu zerstören, hat auf jeden Fall auch mit drin, aber kommt halt nicht rüber. So, das ist ein bisschen schwieriger. Übrigens hier haben wir noch ein KB von Fabi. Ja, auch kleinere Spieler. Und dann hat hier nochmal ein Death, wo zum Beispiel auch nichts verloren wurde. Ups, und da hast du zum Beispiel hier auch so einen komischen Eis-FH, so. Und früher natürlich war das halt schon, sag ich, massiver so ungefähr. Wenn du halt dich mit jemandem halt gebettelt hast und der hat dir zum Beispiel 3 Angriffe auf eine Burg geschickt. So. Da haben sich ja zum Beispiel manchmal Leute beschwert, weil du auch zum Beispiel weniger Truppen halten konntest und so weiter. Jetzt ist es ja wirklich mittlerweile so, dass du ja massiv viele Truppen halten kannst halt einfach auch. Und wenn du zum Beispiel größeren Spieler angreifst, wenn du einen Spieler mit mehr Machtpunkten einfach angreifst und schickst auch 3 Angriffe hintereinander, das interessiert ihn gar nicht mehr. Der stellt eine Seite ein, denkt sich, okay, noch ein bisschen Event, redet vielleicht noch mit seinen Leuten. Vielleicht irgendwann, wenn er lustig ist, schiebt er kurz seine Truppen ein bisschen woanders hin und holt sie dann wieder zurück. Was übrigens auch geht, was ihr machen könnt, wenn ihr Truppen wegstellt, das mache ich zum Beispiel auch manchmal ganz, ganz gerne. Ich muss auch noch mal kurz mal erwähnen, ist zum Beispiel, das ist bezüglich, hier laufen ja meine gerade noch, die laufen jetzt zur Taube hin, also ich mache die zum Beispiel verlangsamt. Ihr könnt das zum Beispiel auch machen, zum Beispiel wenn ihr Mitspieler habt, wie zum Beispiel ich hier Frieser Frosch, zum Beispiel sagen, stellen wir uns einfach mal vor, ich hätte jetzt keine Taube so ungefähr. Und ich weiß, okay, ich komme jetzt erst in, wie vielen Stunden auf jeden Fall erst online. Im Normalfall haben wir nicht wirklich Krieg. Ich weiß, dass Fieser Frosch genügend Death hatte, dass ihn da auch niemand angreifen wird. Und sagen wir mal, es ist jetzt 7 Uhr und ich komme jetzt erst um an. Nehmen wir mal einfach an, ich bin ein bisschen länger unterwegs und keine Ahnung was. Dann kann ich jetzt zum Beispiel auch Verlangsamung zum fiesen Frosch zum Beispiel hinstellen, ein paar Truppen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich könnte einen engen Teil da nehmen, nimmt halt irgendwo meine Offsinne gerade am Weglaufen zum Teil. Hier, zack, hören wir ein paar auf. Mach halt hier Verlangsamung, der optimal, das sind 12 Stunden. Und stell dann zum Beispiel halt einfach noch, was ich was, 4 Stunden danach noch hin. Dann sind die Truppen 16 Stunden lang gesaved. Ich mache es zum Beispiel so jetzt gerade, dass ich zur Taube laufe ich 12 Stunden lang hin. Dann sind die jetzt, die sind gegen 12 Uhr auf jeden Fall sind die da. Wenn wir so richtig schön sehen von der Zeit her. Gut, die brauchen jetzt noch circa 5 Stunden. In 5 Stunden sind die circa da. Dann stehen die da 12 Stunden und dann kann ich sie halt irgendwann wieder zurückholen. Und wenn sie halt, so wie sie, also die Rücklaufzeit ist dann natürlich nicht 6 Stunden oder was ich was wie lange, sondern das ist halt einfach die normale Zeit, die sie halt sonst halt einfach auch brauchen würden. Und das sind dann zum Beispiel einfach nur halt ein paar Minuten so. Ich glaube 1,2 Minuten oder so. Das ist dann halt auch recht easy. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr eure Truppen zum Beispiel safen könnt. Und ich sag mal so, 200 Rubine am Tag auszugeben, dafür, dass ich meine Truppen 24 Stunden lang safen kann, ist schon gut, weil so muss ich zum Beispiel, brauche ich halt gerade mal ein paar Minuten am Tag zum Beispiel einfach auch ins Spiel gehen. Gut, dann mal weiter im Text. Ich habe noch den PvP-Sonntag auf jeden Fall noch. Den gibt es nämlich auch noch und, den habe ich zwar vorher nicht erwähnt, aber den gibt es auf jeden Fall auch noch.
zum Beispiel der Fabi noch jemand angegriffen, die Carpe Diem. Ein bisschen mehr Millionen abholen von der Rockhard Vikings. So, raus damit. Gut, ich kann noch gleich. Dann haben wir hier noch eine Verteidigung. Da hat jemand sogar mit 10 Millionen Machtpunkte hat hier einen kleinen Spieler angegriffen, der noch nicht mal 500k hat, aber er konnte auf jeden Fall gut verteidigen und da ein bisschen Death gekriegt von der Allianz. Das war auf jeden Fall safe, auf jeden Fall alles gut und in Ordnung. Hier hat nochmal der fiese Frosch angegriffen und hat hier auch nochmal wieder halt mit einem K nochmal auch nochmal wieder ein bisschen was rausgeschallert bei ihm. Das ist doch alles, also das ist auf jeden Fall schön. Wir haben auf jeden Fall gleich wieder sehr fiese Frosch. Chaoten, also bezüglich, das war ja auch nur so ein lustiger Angriff. Mit nur ein paar Truppen, so. Das war halt schon witzig, so. So, hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal einen. Auch mal ein bisschen mehr mitgenommen. Da hat auch nochmal ein bisschen mehr. Hier habe ich noch einen lustigen Angriff gemacht auf Hunger. Da, ja. Da habe ich den Otto angegriffen. Du, Otto, hat Otto angegriffen. Ding. Der du kriegst 3 Millionen. Und ich habe, ja. Und nicht mal 1 Million Machtpunkte. Wollte ich mal eben kurz erwähnen. Das geht auf jeden Fall auch. Wieso habe ich eigentlich den einen Angriff? Ich habe da nochmal so einen lustigen Angriff wieder nochmal gemacht. Wieso habe ich den schon wieder nicht gespeichert? Ich bin gerade ein bisschen, ja. Muss man gerade gucken. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Da ist der Angriff. Da ist der Angriff auf jeden Fall. Da bin ich halt einfach mit Wölfen. Natürlich habe ich halt auch noch die Spare Mines im Innenhof auf jeden Fall noch mitgenommen. Kann man die auf jeden Fall schön sehen. Die Schildmeid, nicht die Spam-Meid, Entschuldigung. Die Schildmeid, Entschuldigung. Mein Fehler. Die 10er Schildmeid auf jeden Fall mitgenommen mit den Wölfen halt. Hab da halt verloren, war jetzt aber auch nicht so massiv schlimm. Weil dafür habe ich einfach 3k mitgenommen und bin halt auf jemanden gelaufen, der circa in meinem ja, Level ist. Natürlich bin ich halt ein bisschen aktiver im Ruhm-Level, weil ich halt todesmutig bin. Und dieser Spieler halt eher ein bisschen inaktiver ist, aber trotzdem halt mehr Machtpunkte als ich. Und auch höheres Level sogar, höheres Legendenlevel. Aber ich habe auf jeden Fall auch mal sowas Lustiges mal mitgemacht, weil es irgendwie recht witzig fand, auf jeden Fall. So, ich schreibe gerade auf jeden Fall noch mit jemandem, der vielleicht zu uns in die Allianz wechseln möchte. Und ihr seht auch schon, ich safe hier gerade, weil es ist nämlich gerade auch schon 0.19 Uhr. Am Dienstag, am 30.04. Yay. Und morgen kommt auch schon das Video raus. Nicht am 31.04., sondern am 1. Mai. Yay, das ist sogar Feiertag. Könnt ihr die ganze Zeit über dieses lange Video euch angucken. Das ist schon mal sehr gut. Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag und natürlich bis zum nächsten Mal. Sagt auch schon der Ecto Wolle. Auf Wiedersehen und euch natürlich einen schönen, frohen 1. Mai. Und wenn ihr irgendwas später guckt, einen frohen Dienstag. Oder frohen gestern oder so. Was auch immer. Ciao.